Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Unity. Genau, und ich hab's immer noch nicht hinbekommen, oben, ne? Blöder ME-Kern, Autocrafting. Vielleicht sollte ich einfach mit einem billigen Rezept anfangen. Ey, wollen wir das einfach mal kurz probieren, indem ich jetzt versuche? Hallo? Wir haben doch bestimmt irgendeinen Ofen. Hä? Keinen richtigen Furnace, irgendwas? Warte, wir nehmen mal. Wir craften uns jetzt einen ganz billigen. Cobblestone. Oh, ich habe kein Cobble. Doch, das wär's jetzt. Das habe ich einmal nie hinbekommen. So. Was ist denn da los? Warum habe ich da vorne nicht meinen Atomic Disassembler? Wo ist er? Da. Sehr schön. Deswegen, weil ich alles verbaue. Ich werde mir hier einfach nochmal Hilfe holen. Ich habe es an den Videos, ich habe 3 Videos angeguckt. Gut, es gibt noch wesentlich mehr, klar, weiß ich. Aber irgendwo habe ich dann auch keinen Bock mehr, 15 Minuten Parts oder noch länger bei YouTube anzuschauen. Manche gehen ja da echt an die 25 Minuten. So, und zwar ein ME-Interface. Zack. Wenn ich das jetzt nur craften will, zum Beispiel, ich will jetzt, wir machen ein simples Rezept. Wir haben, halt, Moment, zack, haben wir noch Pattern? Wir hatten noch bestimmt ein paar, oder? Wir haben keine Lern-Pattern mehr, das kann ja gar nicht sein. Blank-Pattern, wie macht man die? Oh. Da kann ich die gar nicht craften. Da auch nicht. Aber hier. Blank-Pattern. Ja, egal. Einer reicht. So, wir sagen dem jetzt so ganz billiges Rezept. Einfach nur fürs Verständnis halt. Da darf er nicht rein. So, weg. Der soll mir einfach nur einen Ofen craften. Das wird zu das. Zack. Voll das Scheißrezept, ich weiß. Braucht keiner. So. Jetzt zeigt er das Craftable nicht mal an. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal. Und zwar musste er so verlinkt werden. Jetzt zeigt er den auch an. Mach mal 10 Stück. Warum? Weil die... Ach so. Ah, ich glaube, ich verstehe die langsam. Vor allem wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Start. Hä? Hä? Wieso startet der denn nicht? Stored und craftable. Okay, das ist, tschüss! Ich baue es ab, damit er nicht irgendwann mal anfängt mit dem Mist. Kein Bock, ich packe jetzt den ganzen Scheiß davon weg, weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich falsch mache. Ich weiß, irgendwie muss man den Kramer noch zurückführen, ey, das ist so nervig. Es wurde aber auch in keinem Video irgendwie vernünftig erklärt, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Oder es war eine andere Version von Mechanismen, nee, von Applied Energistics. Das ist ja auch AE2 hier, womit wir das machen. Keine Ahnung, ob das irgendwie anders ist. Was irgendwie ist ja logisch anders. Bisschen. Mann, sowas kotzt mich voll an, ey, ehrlich. Da hat mir doch alles erklärt. Aber das will ich jetzt nicht machen mehr, weil das, mache ich mich jetzt nur heiß und deswegen machen wir was anderes. Und zwar, wir haben da unten ja noch ein bisschen was abzugraden hier. Bei dieser großen Maschine, da fehlen ja überall noch Upgrades drin. Die setzen wir erstmal rein. Ja, hier zum Beispiel noch komplett. Und jetzt muss ich wieder kurz gucken, welche Upgrades das waren. Warte mal, da hole ich mir eine Vorlage. Besser gesagt, ich gucke einfach mal nach. Gib mir mal... Ach, die waren das. Okay. Hieß ganz normal Speed Upgrades und ich wette. Moment, warte. Ab.
Die. Ah ja, Enriched Alloy. Geil, dass ich die dafür wieder brauche. Und ich die jetzt nicht automatisch herstellen lassen kann. Upgrades. Zack. Ach so, von NIO. Sieht ja fast gleich aus, ne? Nuclear Craft, krass. So, 7 Stück. Und diese verdammten... Glaube, ich habe beim letzten Mal jetzt auch bei dem einen die Dings da rausgezogen, ne? So, dann stellen wir die eben wieder manuell auf. Macht doch Spaß. Und Iron. Ja, gibt's her. Jetzt fliegt das wieder hier um den Magneten rum, oder was? Da sind sie. Ah, hätte ich eigentlich direkt anschließen können, oder? Ach, ist egal. Fliegen wir halt immer hoch. Wir machen das alles per Hand, weil ich satt hab. Mit dem Automatisieren. Sicherlich, wenn du es einmal drauf hast, dann kein Problem. Aber ich will ja nicht 5 Parts nur an der einen Ecke rumkleben. Aber ein bisschen macht mich's richtig innerlich so wütend, so ein bisschen. Voll blöd irgendwie. So, und da gab's ja auch ein Problem beim Strom, ne? Wenn er zu viele Upgrades drin hatte, ging der ja irgendwie oben nicht. Hatten wir denn irgendwo weniger drin? 7 von 8, ich glaube, bei dem war's. Und der macht auch gar nicht weiter, ne? Also, weil hier nichts ankommt, oder warum? Warte mal. Das war falsch. Nein, was zieht er da raus? Müssen wir jetzt schauen, wie das heißt. Dirty Lead Dust. Habe ich bestimmt ganz viel im ME-System. Nicht? Lead. Gold. Gold Dust. Golden. Ja, okay. Iron. Da haben wir auch nichts drin. Okay. So, warte mal. Die Encoded Pattern. Was ist denn da drauf? Ach so. Machen wir jetzt direkt erstmal wieder zu Blank Pattern. Tschüss. Und auch den hier. Ich habe echt kein... Ich will gar nicht mehr darüber reden eigentlich. Okay, er bekommt es. So, dann können wir uns noch ein paar Upgrades machen. Dann hoffe ich mal, dass das da unten auch dann den Kram herstellt, den wir benötigen. Hä? Oh nein, keine Energie angeschlossen. Mann. Komm, mach hin. Lass knacken. Hä, das sah gerade komisch aus. Oder ich habe generell diese Config noch nicht verstanden so richtig. Kann auch sein. So, warte. Das größte Problem ist eigentlich... War das hier Nee, Hydrogen Chloride nicht. Aber hier das Oxygen. Davon bekommen wir eindeutig zu wenig. Und das liegt an diesem Gerät hier. Obwohl ich ja schon Dumping Access drin habe. Eigentlich können wir das komplett auf Dumping lassen, oder? Weil er zieht sich ja parallel auch von hier hinten. Da zieht er sich ja auch raus. Was er benötigt in diesem Gerät. Also Hydrogen. Und das ist auch voll. Da habe ich nicht so ein Problem. Aber was ist das Problem? Warum hat... Ach so, warte mal. Oxygen, er hat ja wieder... Der kommt hier nicht hinterher, ey. Wir müssen das da nochmal hinbauen. Wollen wir den einfach da drüber setzen? Komm, das machen wir mal ganz easy. Electrolytic Separator. Hä? Electrolytic Separator. Das. Oh nö, was fehlt denn da? Okay, ein paar mehr von diesen... Siehst du, das ist das Problem. Sehr cool, wenn er das dann automatisch einfach alles craftet. Und so richtig abgeht das Teil auch nicht, warte mal. Aber das ist der, der hat 2 drin. Ach komm, die nehme ich nicht mehr da raus. Und dann gucken wir in die anderen rein.
Falsch Menü, Metallurgic. Metallurgic Infuser. So. Ich stelle die wieder manuell auf. Macht doch Spaß. Eigentlich nicht. Was willst du machen? Der hatte keine drin. Hallo? Der hatte auch keine drin. Das war der schon hier. Böp, 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 böp. So, was war das? Electro. Electrolytic. Das Teil hier. So, dann das erstmal. Dankeschön. Bitteschön. So, dann packen wir jetzt direkt da drüber. Ich weiß nur nicht. Höchstwahrscheinlich müssen wir ihm sagen. Ah ne, da hat er gar keine Outputs selber. Ach, der hat ja keinen Strom jetzt. Oh, oh. Dann würde ich sagen, packen wir den eher da dran. Oh, ich dachte schon, der... Ich hoffe, ich komme hier unten dran mit Strom. Ja, würde gehen. Conduits. Ja, die waren's. Hydrogen und Oxygen wird beides hergestellt. Er darf das Hydrogen nur nicht da zurücklaufen lassen. Das ist jetzt, das ist jetzt die Frage. Ich muss mit den Pressurized Kabeln aufpassen. Pressuts. Oh. Mach mal welche. Oder waren das da welche? Advanced. Ach, da sind noch welche. Ich glaube, der verbindet sich hier, ne? Können wir da so einen Cable-Anker setzen? Geht das auch bei denen hier? Nee, das geht hier nicht. Okay, gucken wir mal, was kommt denn raus, wenn ich den hier unten anschließe? Gut, da kommt nichts raus. Wobei hier ist Hydrogen auch da rauskommt, ne? Aber das geht von der Seite nicht. Dann. Das habe ich befürchtet. Was zieht denn jetzt raus? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das gut war. Hä? Hör mal auf, du. Es ist ein bisschen eng jetzt, leider dafür. So, die können weg. Oben geht auch nicht. Das Problem ist, er muss ja hier das Oxygen soll er eigentlich rausziehen. Und das ist ja hier dieses Gelbe. Das Doofe ist nur, dass er sich hier verbindet. Ah, so geht's auch nicht. Wenn ich den direkt da dran stelle, dann packt der... Nee, das geht auch nicht. Mann, wie krieg ich's denn am besten hin? Wenn ich den jetzt da wieder hinpacke, wird's wieder total Murks. Aus dem Kabel löscht er das zum Glück dann immer wieder. Warte mal, mach mal Dumping hier. Komplett. Das Oxygen, das stellt er echt sehr langsam her. Sauerstoff. Oh, wir könnten nach unten. Nee, das geht auch nicht. Oh, ich will das eigentlich nicht verbinden. Oh, die Fledermäuse, ne? Oder wir stellen dahinter. Ah, dann würde der sich auch verbinden. Da dran stellen will ich eigentlich auch nicht. Egal, gucken wir mal. Wir schauen mal. So, dann müsste ich da rausziehen.
Genau, das. So, jetzt kommt da noch mehr Oxygen bei rum. Dumping. Schauen wir mal, wie voll das jetzt wird. Oh, nice. War vielleicht gar nicht notwendig. Am Ende hat der hier gereicht mit dem Dumping. Ich glaube, das hat der halt ja auch gereicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Leckt das schon wieder so sehr oder wieso habe ich das nicht mitbekommen? Kommando zurück. Das reicht wirklich. Aber hat der da noch genug Hydrogen? Sieht so aus. Wobei, wir wissen nicht. Die Maschine baut auch momentan nichts ab. Das ist das Problem. So, da müsste ich eigentlich jetzt mal ein paar Erze holen. Die hole ich jetzt auch manuell. Boah, die ist ja immer noch am Rattern da. Nehmen wir diesmal Eisen. Einfach mal zwei Stacks oder ja, nicht ganz. Hui, das ist natürlich jetzt so eine kleine Frickelarbeit. Ah, da kommt er hier vorne nicht voran. Nein, Sulfur. Ich habe keinen Sulfur mehr. Wie ging das herzustellen? Oh, das war doch so blöd irgendwie. Da gab es doch aber ein ziemlich gutes Rezept. In der Sackmill Compressed Netherrack. Ah, jetzt weiß ich auch, warum da oben Dings drin war. Ich weiß es wieder, nämlich in der Sackmill brauchen wir Flint und dann Kohle. Nee, wo kam denn hier am meisten? Also aus dem Netherrack. Muss auch aus dem normalen gehen, ne? Genau. Aber ich glaube, da habe ich nicht mehr so viel. Nether, oh doch. Landet das hier unten direkt? Komm mal da raus. Weiß gar nicht, was ich da drin hatte. Ach so, Enderperlen. Landet das doch irgendwie hier unten? Hatte ich doch ausgestellt. Oh, da macht ihr unten einfach mal Faxen. Dann war das nicht konfiguriert. Disabled habe ich doch. Was hat der da unten denn veranstaltet? Disabled. Irgendwas landet doch hier drin. Aber das sehe ich. Nee. Oder geht das in. Warte, das geht bestimmt ins ME-System. Auch nicht. Hui! Ist halt nicht so effektiv jetzt. Wie macht man diesen ein? Compressed Netherrack? Ja, komm, tschüss. Und das ist dann Double Compressed. Okay, mehr geht nicht, ne? Tschüss! Also hier war doch die Ausbeute besser. Na gut, das sind auch weniger dann natürlich. Egal, machen wir mal so. War das auch dann mit diesem Material? Sulfur? Ach, da unten. Ja, mit Flint. Hä? Braucht der da so lang? Okay, das ist na blöd. Das ist blöd, egal. So, Sulfur muss da rein. Es gab noch so eine blöde, komplizierte Möglichkeit. Aber die weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ja, das, da kommt da einfach nicht hinterher mit Sulfuric Acid. Aber hier dürfte es kein Problem sein. Boah, jetzt ruckelt es aber hier wieder richtig schön. Vielleicht ist das schon okay hier mit dem. Und dann machen wir das hier auch erstmal wieder zu.
Eigentlich wollte man da ein paar mehr. Ruckel die Katz. Voll geil, ruckel die Katz. Ja, ich wollte eigentlich ein paar Upgrades mehr da reinpacken jetzt, aber. Speed up gerade. Och man. Ich hab das immer noch nicht so ganz drauf. Hatte ich nicht irgendwo eingestellt, er soll sich automatisch. Nee, dann macht er von oben. Da muss ich mich dann für eins entscheiden, ne? Searchbox Mode. So, dann muss er jetzt hier. Hä? Ja, das ist ja die. Mein Gott. Tschüss. Nee, dann das. Warte mal, wie? Das ist Standard. Auto Search. Was ist das? Ja gut, dann nur hier, dann nicht da oben. Standard Search. Das ist auch nur unten. Dann muss ich sie oben suchen wahrscheinlich jedes Mal. Speed up. Ist ein bisschen nervig. Okay, muss ich mich umgewöhnen. Aber das hätten wir jetzt. Das war's? Achso, nee. Das war's noch nicht. Das war's. Hui, ach, so. So, dieses Maschinchen hier. Oh. Die hat schon einige drin. Da kriegt doch eh nicht mehr rein. Die drei noch. So, die weiß ich gar nicht. Warum? Bei welcher? Ich mach's mal bei der rein. Ich glaube, die kann das gut gebrauchen. Ein Stück noch. Boah, geht dann so ab, ne, das Teil. 8 von 8. Aber ich wette, irgendwas ist schon wieder leer. Och nö, da geht. Problem ist aber nur. Ach, der kommt nicht weiter. Das ist leer. Leer, leer. Also, Sulfur ist hier so das A und O. Wenn ihr da mal noch einen guten Tipp habt. Für so eine Sulfur-Farm. Sonst bauen wir wirklich das große Teil dann nochmal zum Schluss. Aber jetzt packen wir hier unten nochmal die Upgrades mit drauf. Also hier hatten wir ja schon voll, ne? 8 Stück. Oh, hier sind gar keine drin. Will ich aber auch da nicht haben, sondern eher erstmal hier noch mit. So, dann kriegt der die 4. So, und dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, natürlich. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.